und willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der dritte Advent, also wünsche ich euch schon mal einen schönen dritten Advent. Ich muss gerade lachen, weil ich das Video gerade dreimal anfangen musste, weil ich glaube, ich habe einen Schlaganfall oder so. Ja, es ist schon 15.04 Uhr. Heute ist irgendwie nichts Interessantes passiert, wo ich euch hätte mitnehmen können, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber wir wollten jetzt Salzteig machen mit der Kleinen. Das habe ich in der Kita immer ganz gerne gemacht mit den Kindern. Da haben wir, wenn wir Projekte gemacht haben, haben wir zum Beispiel kleine Käfer draus gemacht und sowas. Und da kann man ja auch mit Plätzchenausstechern und so arbeiten. Aber wir wollen für den Tannenbaum Anhänger machen, mit ihren Fußabdrücken dran. Mal gucken, ob sie es zulässt. Sie muss. Nein, aber das wird schon spaßig. Ich denke, das wird sie hinbekommen. Ich zeige euch auch gleich das Rezept. Normalerweise haben wir es auch immer lufttrocknen lassen. Jetzt werde ich das erstmal dann im Backofen probieren. Mal sehen, ob der explodiert oder nicht. Aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Also ich habe Salz, ich habe Öl, ich habe Wasser, ich habe Mehl. Und das müsste eigentlich reichen. Ich habe mir trotzdem jetzt nochmal Rezept aufgeschrieben. Also wir nehmen jetzt 200 Gramm Mehl. Ich weiß nicht, wie viel dann rauskommt. Mal sehen. Vielleicht haben wir auch viel zu viel, aber dann machen wir halt noch ein paar Sterne oder so. Stechen wir es wirklich aus mit Plätzchenausstechern. So. 200 Gramm Mehl. Na, noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich 206. Perfekt. So, Lea! Die hat irgendwie so grundgerade gerülpst, Mann. Ich nehme hier auf. Nix mit Lisas Back-Channel. So, 2 Teelöffel Öl. Ich habe jetzt normales Olivenöl vom Penny. Ich hoffe, das passt auch. So. Keine Werbung, by the way. Ich wollte nur, dass es langsam alle wird. Dann mache ich noch 160 Milliliter Wasser hinzu. Wenn das nicht zu viel Wasser war, mal sehen. Und Salz 100 Gramm. Mache ich meine Waage mal auf zurück und dann 104. Auch nicht so schlimm. Okay, so. Wie mische ich das jetzt? Ich will das eigentlich nicht anfassen. Geht doch so. Okay. Also wie gesagt, wir haben das eigentlich immer Luft getrocknet. Mal sehen, ob es was wird. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das bei 180 Grad rein mit Ober-Unterhitze oder Umluft. Eins von beiden. Mal sehen. Das ist mir aber irgendwie noch ein bisschen... Muss das nicht ein bisschen fester sein? Werd ich schon wieder müde? Geht gar nicht. Ja, stimmt. Ja, 3 Stunden hat die Mittagsschlaf gemacht. Deswegen war halt hier auch zu Hause nicht viel los, weil das Kind hat geschlafen. Ich habe mich auch ausgeruht. Also, ja, jetzt ist besser. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr, dass man es formen könnte. Ja, ich glaube, ein bisschen Mehl muss noch rein. So. Ich habe keine Lust, das eigentlich anzufassen. Ich habe es eigentlich nicht so klebrig in Erinnerung. Ich habe gedacht, dass es halt ein schön fester Teig ist. Ich würde es jetzt erstmal... Jetzt ist er wenigstens nicht mehr klebrig. Muss ein Salzteig klebrig sein? Ich glaube schon. Scheiße. Zeig mal. Jetzt ist es halt wie Teig. Ja, das ist richtig so. Gut. Jetzt werde ich daraus kleine Kreise formen, würde ich mal sagen. Und dann stellen wir so Neas Fuß da drauf. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Alright. Der Plan muss man nur schnell durchführen. Ja, kriegen wir hin. Also dann. Wir müssen gucken, wie groß so Neas Fuß ist, dass ich die... Du kannst auch einfach hergehen, du kannst den ausrollen, so ein Quadrat, dann hast du selber einzelne Stempel und dann kannst du mal Messer ausschneiden. Herr Hase, schlau! Oder ich mache eine Schüssel drüber, eine kleine. So Neas Babyschüssel drüber. Ja, ich meine halt nur wegen der Fußgröße, was das ist. Ja. Ja, oh, Herr Hase, schlau! Hase, schlau! Ich werde das hier nur mal kurz aufräumen. Ich habe den jetzt ausgerollt. Dünner würde ich ihn nicht machen, nicht, dass es kaputt geht. Ja, werde ich mal sehen. Ich will ja auch eine schöne, runde Form hinkriegen. Ich habe jetzt hier eine kleine
Das ist arg groß, gell? Schüssel? Ja. Aber sonst kriege ich keine perfekte runde Form hin. Doch, kann man. Gibst du sie kurz? Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, mein Schatzi. Mein Baby. Kriegen wir hin, so ein Jakob. Und... Oh, muss ich. Einen Fuß. Zweiter Fuß. Aua, die gibt's da meine Haare. Die reichen die Haare aus. Dritter Fuß. Vierter Fuß. Oh, schön. Hier sind die Fußabdrücke. Schon mal für die Tanten und für die Omas und Opas. Oh, und für uns machen wir auch noch eins. Du siehst hier, da hat sie in den Zehen reingegriffen und richtig rausgezogen. Das macht halt Spaß. Kevin versucht jetzt gerade auszuschneiden. Ich habe gedacht, wir können das ja noch so ein bisschen formen dann am Ende. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Aber da ist ja jetzt was dazwischen. Wenn man es da dann nämlich aufhängt, nicht, dass es dann runterfällt. Ja, das backt ja zusammen. Wir müssen da nämlich oben noch ein Loch reinmachen. Hier passt ein Loch rein oben. Wir machen das jetzt erstmal und zeigen es euch gleich. Erneuter Versuch. Das hat gerade nicht so funktioniert, wie wir das wollten, beziehungsweise fand ich es überhaupt nicht schön. Deswegen machen wir jetzt one at a time, würde ich sagen. Mit ganz viel Mehl drunter, dass wir es auch wieder abkriegen. Ich habe euch jetzt so hingestellt, dass ich so näher nicht zensieren muss. Das Problem ist, dass da das Licht dann nicht so gut ist. Es tut mir sehr leid. Idee. Was hast du für eine Idee? Du machst die Form vorher schon raus, ja. Nichts Feinstes hier drauf aus Backblech und dann füllst du auf dem Backblech aus. Können wir probieren. Ich würde es jetzt nochmal rollen. Und dann hat Herr Kevin ja vorgeschlagen, dass wir es schon mal ausstechen und dann die Füße einfach draufdrücken. Oh, das ist schön. Ja, genau so. So, gefällt mir das schon besser. Guckt, die Form ist doch jetzt viel, viel schöner. So machen wir das. So wird das schön. Jetzt noch zwei und dann später noch eins für uns. Musst aber dann oben schon mal ein Loch dann später reinstechen fürs Aufhängen dann. Ja, soll ich etwas größeres Loch nehmen? Was soll man jetzt machen, wenn Sie... Erstmal Fußabdruck, würde ich sagen. Kriegst du das Loch reinstehen? Kann das so ein Stäbchen noch nehmen? Jo. So, jetzt probieren wir das für uns nochmal. Nein, nicht festhalten mit den Füßen. So. So, näher macht deine Zehen raus. Oh Mann, warte, bei unserem müssen wir nochmal den. Sehr schön. Ich hoffe, das sieht man denn nach dem Backen auch. Die Form. Ach, wird man schon. So sieht es bis jetzt aus. Wir haben für Omas und Opas und für die Patentanten und für uns haben wir den Rest einfach benutzt. Der sieht nicht ganz so schön aus, aber hey, komm. Ich hoffe nur, man sieht es nach dem Backen, aber eigentlich müsste man schon sehen, denke ich. Wenn ich drücke, muss noch ein bisschen ein, so. Aber jetzt macht der Kevin erstmal oben so eine Löcher rein, damit wir es auch aufhängen können. Wie gesagt, hier so ein Loch reinmachen, oder? Ja, so, dass man es gut aufhängen kann. Dass es halt auch nicht gleich durchreißt oben. Ich denke, das muss man durchstechen später nochmal. Dann. Ja. Gut, ne, Stäbchen. Vom Asialaden. Vom letzten Vlog. Ich verlinke euch den letzten Vlog mal hier oben in der Infokarte, links oder rechts. Ich weiß es nicht. Aber dann könnt ihr euch den auch angucken. Da waren wir im Asialaden und haben die gekauft. Und jetzt zeigen sie sich auch als nützlich. Hey, die haben sich vorher auch schon als nützlich erwiesen. Ich könnte mit dem Messer probieren, 2,22 reinzuwitzen. Es ist ja aber nur 21. Ja. Also 21 rechts. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Hör auf. Pass auf. Pass auf. Soweit ist Kevin schon gekommen. Noch zwei to go. Bei uns hat er sich ein bisschen verschrieben, aber ist jetzt halt ein Herz draus geworden. Ist auch niedlich. Jetzt nur noch die zwei. Und dann geht's gleich in den Ofen. Kevin hat es jetzt in den Ofen gemacht. Mal sehen, ob das was wird. Ich wollte es jetzt für 10 Minuten einfach drin lassen und dann rausholen und auskühlen lassen und dann könnten wir es anmalen.
Also Nea ist gerade müde. Ich glaube, die müssen wir jetzt ins Bettchen bringen. Ey, du hast erst 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Aber heute ist so ein verschlafener Sonntag, da darf das auch mal sein. Von Kevins Oma haben wir auch ganz, ganz alte Kinderbücher bekommen. Sonnenschein und Regen. Das ist von... Ich weiß gar nicht, wo steht hier... Das ist die zweite Auflage, aber ich glaube von 1964 oder 66. Eins von beiden. Oh. Da stehen halt mega alte Sachen drin. Aber voll niedlich. Und dann halt so ein Buch über Schwerin hat es uns mitgegeben. War jemand schon mal von euch in Schwerin? Wir noch nicht. Und dann so ein mein großer Märchenschatz. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich auch so ein Buch hatte. Die Bremer Stadtmusikanten. Was man halt so kennt, ja. Voll cool. Aber ich meine, dass ich das Buch auch hatte. Und ich wollte euch noch zeigen, was so näher die letzten Tage im Adventskalender hatte. Einmal gab es diese Erdbeerfruchtchips. Dann gab es gestern Fruchtgummi Apfel-Himbeere. Und heute war ein ganz großes Türchen mit Knusperflips Karotte. Das ist natürlich alles noch nichts für so näher. Das geht dann weiter an meine Nichte und meinen Neffen. Aber ich wollte euch zeigen, dass das im Adventskalender war. Völlig losgelöst von der Erde fliegt die Sonne her, völlig schwerelos. Okay, also der Versuch ist gescheitert. Das 2021 ist gut geworden, das sieht man perfekt, also wissen wir, dass das funktioniert. Aber ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist hochgegangen, wie so ein Kuchen irgendwie. Also es ist ganz dick geworden und man sieht den Fußabdruck nicht mehr. Wir machen das einfach nochmal und machen es dann wie gewohnt. Legen wir es in eine Abstellkammer, das ist warm. Schade, ich habe gedacht, das funktioniert, aber... Oh, das schmeckt. Nein, das schmeckt nicht. Kevin fragt, ob das schmeckt. Ah, ASMR hier. Und was machst du hier? Steht da auf der Decke Leroy und Theodin oder steht da so näher drauf? Och, Baby. Ist die so gemütlich? Oh Mann. Wie er guckt. Lass mich in Ruhe. Und nicht denken. Die Katze war an meiner Tür. Wir essen jetzt was. Wir essen jetzt noch die Reste von dem Buffet von gestern, von Kevins Oma. Und statt den Kater hier wegzumachen, musste ich Kevin jetzt da hinten den Platz freimachen. Nur du und ich und der Kater zwischen uns. So, wir wollten jetzt eigentlich, wir spielen ja, das Haus Anubis ist auf Top 5. Wir wollten Arcane. Spricht man das so aus? Arcane. Von LOL gucken. Wir haben damals, jetzt habe ich keine Zeit zum Spielen, aber wir haben gerne League of Legends zusammengespielt und davon gibt es halt eine Serie und die soll richtig gut sein. Aber eigentlich ist die nicht mehr in den Top 10. Nee, was Schlagfertiges. Hä? Aber das Haus Anubis oder was? Jo, ist neu, das ist von 2009. Kennst du das nicht, das Haus Anubis? Du kennst nicht das Haus Anubis? Ich hab's nicht geguckt, das hab dich interessiert. Oh mein Gott, okay. Das gibt's aber auf Deutsch, oder? Ja. Voll. The Grinch. Ach, Karne, da ist es schon. Ah. Gucke, da steht doch neue Folgen. Ja. Ich habe mir schon ein paar Spoiler angeguckt. Ich finde das nicht schlimm, wenn ich gespoilert werde. Ich schon. Aber da geht's halt um League of Legends Charaktere. Das soll richtig gut sein, die Animation. Deswegen, wer das kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so cool fandet. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Jetzt mache ich mal kurz aus, sonst
kriege ich Copyright. Aber das Lied sucht mir jetzt schon seit bestimmt einer Woche. Und jetzt fangen wir endlich die Serie an. Das ist so cool. Wir kennen ja die Charaktere und wir unterhalten uns die ganze Zeit darüber. Das ist so cool. Ich freue mich schon richtig drauf. Kevin möchte sich mal über den IKEA-Adventskalender beschweren. Der ist voll scheiße dieses Jahr. Wieso? Was sich voll viel wiederholt, weil es nichts Besonderes ist. Vielleicht wird nächstes Jahr besser. Hoffe ich. Das kaufe ich nicht mehr. Oder wir haben 1.000 Euro drin. Das glauben wir aber selber nicht, oder? Heute ist der? Heute ist der 12. 12 und 11 darfst du aufmachen. Ja. Schokolade, Orange, Crisp. Oh, Schokolade, Karamell, Crisp. Hm. Was ist es? Oh, warte. Sunea ist jetzt auch wieder wach. Wir haben eine Folge Arcane geschafft. Ich finde es super. Also ich finde auch die Animation wirklich. Aber League of Legends hat ja dafür Budget. Aber der Herr Kevin feiert es irgendwie noch nicht so. Ich finde es gut. Aber ich warte halt auf dieses... Was mich catcht. Ach, Kevin wartet, dass alle Charaktere anscheinend vorgestellt werden, aber alle League of Legends Champions werden da eh nicht vorkommen. Ne? Mann! Mal sehen, diesmal lassen wir es Luft trocknen. Kevin macht jetzt noch die 2021 wieder rein. Das war eine Enttäuschung. Ich habe gedacht, das geht schneller denn im Ofen. Enttäuschend. Aber die 2021 hat man gut gesehen. Das haben sie gut gemacht. Danke. Und ich entschuldige mich auch an dieser Stelle nochmal, dass es hier immer so dunkel ist, aber irgendwie ist unsere Beleuchtung. Unsere Beleuchtung nicht die allerbeste. Also irgendwie ist das hier ein bisschen dunkel. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Das liegt daran, ich habe halt eine Lampe, die längst ist und die auch ein bisschen hier in die Richtung gehen würde, würde es auch viel mehr bringen. Ja. Das ist natürlich hier doof gemacht, dass die genau da ist. Aber was doof gemacht ist? Was? Der Feuermelder. Ja, unser Feuermelder in der Küche. Ich zeige euch den mal. Der ist nämlich da und da ist der Herd. Ich kann nichts anbraten hier drin. Also jedenfalls muss man sehr vorsichtig anbraten, weil sonst geht das Ding nämlich los. Das ist ziemlich doof gemacht. Wir haben jetzt hier nochmal alle Füße gemacht. Die sieht man jetzt auch eigentlich ganz gut, finde ich. Und jetzt lassen wir die Luft trocknen, dann zeige ich die euch in ein paar Tagen, wie die aussehen. Und dann malen wir die auch an. Wir gucken jetzt gerade auch noch bei Roller, weil heute ist der 12.12. und die haben heute ein Angebot auf Boxspringbetten. Das wollten wir sowieso bei Roller bestellen, unser Bett. Wir haben jetzt auch geguckt nach den anderen, weil die ja alle runtergesetzt sind, aber uns gefällt das eine einfach am besten. Ja. Zeig das nochmal. Das hier. Genau, das hat alles, was wir wollen. Und dadurch sparen wir 100 Euro Lieferung. Genau, es ist nämlich ab 750 Euro ist kostenlose Lieferung. Genau. Da sparen wir uns dann mega. Das Ding ist halt 1 bis 3 Wochen. Wir müssen halt eigentlich erst den Schrank aufbauen. Und wenn das in einer Woche kommt, haben wir die Arschkarte. Wenn nicht, muss ich den Schrank selber aufbauen. Das willst du dir antun? Achso, und wir gucken hier Sensory Play, weil so näher noch neben uns sitzt. Polsterbetten sind auch im Angebot, kann man auch mal gucken. Ja, wir gucken jetzt hier noch ein bisschen rum. Das fand ich cool. Das findet Kevin aber absolut nicht toll. Da kann man die Lehnen hoch und runter stellen. Das ist keine Lieferung verfügbar. Ach Mann, musst du selber abholen oder was? Was ist das denn? Du sowas brauchst doch, wenn du sowieso schon ein bisschen am Rumkrebeln bist. Und dann musst du das noch selber abholen, oder was? Ich dachte, das ist ja wohl Klederoptik. Nee, ich will ja einen Bettkasten runter. Du? Ja? Wer kam auf die Idee mit dem Bettkasten? Ich? Ach so! So, wir haben jetzt diesen Schrank bestellt. Das war der beste, passt perfekt ins Zimmer. Genau, wir haben extra nochmal nachgemessen, dass der dann noch passt. Ich kann es mir räumlich noch nicht so ganz vorstellen, aber das, ich denke, das wird schon. Ich hoffe nur, dass der Schrank vor dem Bett kommt, aber... Das ist jetzt halt so. Wir haben jetzt insgesamt bei dem Schrank 440 Euro gespart. Ja. Schau mal, Schatz. Wir haben gestern nämlich vergessen, die 11 aufzumachen. Jetzt lesen wir das auch mit. Sanft streichelte Maria über den Kopf des Babys und sagte, du sollst Jesus heißen.
Sie wickelte ihn in Windeln und Josef betete. Betete, genau. Er bettete ihn in eine Krippe, die mit Stroh ausgelegt war. Zufrieden schloss Jesus die Augen und schlief ein. Maria und Josef waren sehr glücklich. Das war die 11 und heute in der 12 war ein Krippengedicht. Über der Hütte weht der Wind, wo Josef und Maria sind. In den Ritzen Heu und Stroh und die beiden waren wunderfroh. In den allerärmsten Haus geht ein Glanz vom Kinde aus, das in dieser seligen Nacht in der Krippe liegt und lacht. Wow. Ja. Kennt jemand von euch Linsertorte? Ich habe die erst kennengelernt, als ich hierher gezogen bin. Schande, Frau Hasen. Wer kennt bitte keinen Papageienkuchen? Wer kennt bitte keinen Papageienkuchen? Schande! Schande! Wer kennt keine Dampfnudeln? Schande über dich! Wer kennt keine Schande Dampf? Über deine Kuh! Kennst du es nicht von Mulan? Nein. Okay. Ich würde den Vlog jetzt an dieser Stelle auch beenden. Das ist ein kleiner, feiner Vlog. Es muss ja nicht immer ein XXL-Vlog sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir werden in ein paar Tagen gucken, wie die geworden sind. Ich hoffe, toi toi toi, jetzt wird's was. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!